Hallo, hier ist Günther von Scootertouren und ich habe heute jetzt eine ganz neue Sache für euch, nämlich Zubehör. Bei Touren haben wir uns ja bisher immer nur auf Touren konzentriert, aber ich habe jetzt mehr Zeit dieses Jahr und vielleicht probiere ich neue Sachen aus. Ihr sagt mir, ob es euch gefällt, ob ich mehr davon machen will, soll oder ob das alles Blödsinn ist. Das heutige Thema ist ganz einfach. Was ist, wenn ich ein Loch in meiner Textilhose habe? Das ist jetzt hier nicht bei meiner Scooterhose passiert, sondern bei meiner Endurohose auf meiner kleinen Beta Alp 200. Das ist eine kleine Enduro. Der Krümmer ist leider sehr einfach zu erreichen. Und da bin ich mit dem rechten Knie hängen geblieben. Das sieht geflickt jetzt so aus, zeige ich euch. Wie habe ich das geflickt? Ganz einfach, selber. Selbst ist der Mann. Ich bin zum Louis gegangen. Da gibt es einen Zweierpack für ungefähr 10 Euro. Der eine ist kreisrund, der eine Flecken. Der andere Flecken, den habe ich jetzt hier verwendet. Der ist so ein bisschen oval abgerundet. Der hat halt einfach auf diese verschmorte Stelle sehr gut gepasst. Ist ganz einfach. Man nimmt diese Hose. Reinigt die, falls nötig ist. Bei mir im Dreck war das schon nötig. Dann klebt man das drauf und damit es noch besser klebt als ohnehin, nimmt man das auf ein Bügelbrett, Backpapier dazwischen, Bügeleisen und nochmal drauf mit viel Schmackes. Und siehe da, schon ist die teure Textilhose geflickt. Hält wieder für ein weiteres Jahr stand oder noch länger. Und ich finde es ja toll, wenn man die Dinge pflegt und wenn die einfach Patina annehmen. Alles nagelneu kaufen, das kann jeder. Aber die Sachen über Jahre oder vielleicht sogar noch länger, Jahrzehnte, in Schuss zu halten, das spricht für Eigentümer. Und außerdem ist das nachhaltiger und nachhaltiger finden wir alle gut, bis hin zur Greta. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einfach ein Like, schreibt mir was in den Kommentarspalte unten, ob euch das gefällt, ob ihr mehr von diesen Themen rund ums Zubehör, um Klamotten, Tests von Scootern, ob ihr das haben wollt, sagt mir einfach Bescheid. Ich mache das dann für euch. Also, wir sehen uns auf einer der Touren. Bis dann, euer Günther.